Als nächste Rednerin, ist Marta Bissmann, vormals Liste Pilz, jetzt ohne Fraktion. Um neuen Platz. Danke, Frau Präsidentin. Liebe Damen und Herren auf der Galerie und zu Hause vor den Bildschirmen, geschätzte Mitglieder der Bundesregierung, ich schätze es wert, dass Sie so zahlreich erschienen sind, Herr Bundesminister Kickl, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum sind wir eigentlich alle hier? Um Freiheit, Demokratie, Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit in Österreich zu gewährleisten. Nun bin ich freier, als ich es mir erträumt habe. Als Bürgerin und als Abgeordnete, neutral, parteifrei, ohne Club, aber mit schnell wachsender BürgerInnenfraktion. Ja, die wächst und gedeiht. Nicht zuletzt dank der Arbeit meines emsigen Teams. Sie sind heute hier, 5, 6, gemäß der Umstände ehrenamtlich die meisten von Ihnen aktiv. Danke. Was tun mit der neuen Freiheit im Parlament? Ich freue mich auf die weitere tolle Zusammenarbeit mit Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen, damit wir parteiübergreifend in diesem Land der echten Demokratie und der Ökologiewende zum Durchbruch verhelfen. So, und jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Sitzung. Der BVT-Skandal, zu dessen Aufklärung Abgeordnete und Expertinnen gerade im Schweiß ihres Angesichts im U-Ausschuss versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Die Fakten zu der BVD-Affäre kennen die meisten von uns doch nur aus den Medien, also die, die nicht im U-Ausschuss sind, wie ich. Sind wir doch ehrlich, niemand von uns kennt die ganze Wahrheit. Man braucht aber kein Sicherheitsexperte zu sein, um zu erkennen, dass hier etwas grob falsch gelaufen ist. Was denken die Menschen in diesem Land eigentlich über den BVD-Skandal? Ich habe als neutrale Abgeordnete schon mehrmals angekündigt, ab nun das Sprachrohr der Zivilgesellschaft zu sein und ihre Stimme durch mich erklingen zu lassen hier im Parlament. Die erste Bürgerwortmeldung hat mich auf dem Postweg erreicht. Ganz altmodischer Brief. Briefmarke aus Irland an Bürgerinnenstimme MB zur Überreichung an Bundesminister für Inneres Herbert Kickl, Bürgerinnenpostfach 1, Bismarck-Okay 1010 Wien. Absender, deine Cousine Daniela. Briefe Nummer 112, ein Frosch und ein Skorpion. Lieber Cousin Herbert, was waren wir als Familie doch einigermaßen stolz auf dich, als du im Dezember angelobt wurdest. Gar nicht schlecht, hatten sich einige gedacht. Mir deuchte allerdings damals schon, dass das Ungemach mit dir als Innenminister der Freude einen sehr kurzen Abbruch tun wird. Wenn du damals am 9. November bei der Rede von Christian Kern zumindest der Form halber geklatscht hättest, vielleicht hätte ich nie mit den Briefen begonnen. Aber nicht einmal mehr den Anstand zu haben, Anstand zu heucheln, das war bereits das erste Anzeichen für die anstehende Anstandslosigkeit. Deine hinterzeitlerische Idee der berittenen Polizei mag ja auf den ersten Blick noch irgendwie amüsant erscheinen. Ich habe aber extra nachgeschaut. Die Pferderl sind bitteschön nicht im geheiligten Regierungsprogramm vorgesehen. Deine FPÖ, die sogenannte Partei des kleinen Mannes, produziert ja einen Unfall und Einzelfall nach dem anderen. Was allerdings eh niemanden wundert, wegen der intellektuellen Gewichtsklasse. Aber lassen wir das alles einfach einmal beiseite und frohlocken wir ob der guten Nachricht für die Mitarbeiter des BVT. Die nächsten Jahre könnten ruhiger werden, als für unser Land gut ist. Weil doch die anderen Geheimdienste kein Vertrauen mehr haben und uns nichts mehr zukommen lassen, außer unverfänglichen Wetterdaten. Ja, ich weiß schon, was du wieder sagen willst. Stimmt alles gar nicht. Das sind gewisse Medien, die, sagen wir einmal, sehr, sehr unvollständige Darstellungen des tatsächlichen Sachverhalts geben. Zitat Herbert Kickl im Report mit Susanne Schnabel am 26. Juni. Diese Medien sind aber auch lästig mit ihrer Aufdeckerei, nicht wahr? Vor allem die Washington Post erscheint mir ein besonders gewisses Medium zu sein. Das sind wahrscheinlich nicht einmal mehr stichhaltige Gerüchte, die da publiziert wurden.
Aber trotz des ganzen Schlamassels, das jetzt durch den Untersuchungsausschuss ans Tageslicht befördert wird, muss ich dich explizit in Schutz nehmen. Du kannst nichts dafür. Es ist doch wie in dem Gleichnis vom Frosch und dem Skorpion. Der Frosch will den Skorpion eigentlich gar nicht am Rücken über das Wasser tragen. Vor lauter Angst, er könnte gestochen werden. Bei erster Gelegenheit sticht der Skorpion dennoch zu und erklärt dem Frosch: Was hast du denn gedacht? Ich bin ein Skorpion, das liegt in meiner Natur. Also frage ich mich als interessierte Staatsbürgerin: Konnte oder wollte der Frosch, in unserem Fall der Schutzheilige aller Routenschließer Sebastian Kurz, konnte oder wollte er nicht wissen, welcher Natur ein Skorpion ist? Nicht können zeugt von Unfähigkeit, nicht wollen von Amoral. Beides ist übrigens keine Option für einen Kanzler. In diesem Sinne wünsche ich dir fröhliches Philosophieren ob der Natur des Frosches und weiterhin viel Spaß im ministerialen Sattel, solange du dich noch halten kannst. Liebe Grüße, Cousine Daniela. Sehr verehrter Herr Bundesminister, ich lasse den Brief Ihrer Cousine unkommentiert. Allerdings ist mir beim Vorlesen vor dem inneren Auge ein Bild erschienen. Es ist noch nie ein Skorpion gewesen, der sich in einen Frosch verwandelt hat. Sie könnten allerdings das Gift aus dem Stachel entfernen und in ein antitoxisches Fluid der menschlichen, rechtskonformen Politik und Staatsmännlichkeit verwandeln.